Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe mir ja schon eine Steckdose vorbereitet, denn ich habe ein Paketchen bekommen, beziehungsweise wurde angefragt, wieder von, oh Gott, Eggetree, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, für Outdoor Smart Plugs. Ja. Seht ihr das? Ja. Und die sind auch über App steuerbar und natürlich über Google und Amazon Alexa. Ich würde sagen, wir wechseln mal in die Unboxing-Ansicht und dann werden wir sie mal auspacken und Alexa, stopp. Mischt sie gleich ein. Wir werden das jetzt mal auspacken, rinkicken, die benutzen. Also die haben nicht Zigbee, soweit ich jetzt weiß. Steht auch nirgendwo Zigbee drauf. App Control. Ja, dann gucken wir einfach mal nach, würde ich sagen. So, wir sind in der Unboxing-Ansicht. Ach so. Naja, okay. Hä? Ach so, nee, das sollte zubleiben, das soll hier oben auf oder was? Ach so, okay. So, wir haben 1, 2, 3, 4 und eine Anleitung. Aber ich denke mal, es reicht, wenn wir einen rausholen. So, da ist uns definitiv mehr geholfen, als wenn wir ja alle rausholen. Ich zoome mal rein. So, das ist der Smart Plug. Hier ist der Knopf. Hier ist das Logo der Firma. Hier ist ein bisschen geriffelt, was ich sehr gut finde und so ein bisschen. Seht ihr das? Abgeschnitten, also ist nicht ganz rund. Hier auf der anderen Seite auch, dass man hier wirklich zupacken kann und nicht halt hier abrutscht, wenn es mal was nässer ist oder so, weil die sind ja auch für draußen, sind auch Spritzwasser geschützt. IP steht das irgendwo drauf. IP44 wasserproofed. Ja, und dann haben wir dann halt hier Gummi. Da kann man dann abmachen. Das braucht doch keine Angst haben, geht auch nicht verloren. Hier oben ist halt so ein Band. Seht ihr das da? Und da kommt dann der Stecker rein. Wenn wir jetzt so einen angewinkelten Stecker haben, wie von Amazon. Nicht du. Das geht jetzt natürlich nicht richtig. Seht ihr das? Da flutscht es dann halt immer raus. Dann müsstet ihr dann schon einen länglichen Stecker haben, der hier reingeht und dann halt, also nicht halt mit diesem Winkel, weil klappt nicht richtig. Habt ihr ja gesehen. So, aber jetzt werden wir den erstmal verbinden. Ach so, welche App brauchen wir denn dafür? Müsste die Smart Home App sein, glaube ich. Weil die hat ja so ein Häuschen, aber wir können ja mal auf Nummer sicher gehen. So, den Code wollen wir. Und das ist Smart Life, so meine ich. Das Smart Life habe ich auch installiert. Ja. Können wir auch gleich. Ich nehme mal einen kurzen Zollstock, damit ich es ein bisschen anklappen kann. Das hat jetzt vielleicht. Ein bisschen rauszoomen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt.
Moment, so. Dann öffnen wir das mal. So, dann rein. So, hier blinkt es jetzt blau, wie ihr seht. Ui, was ist denn hier? Der hat es schon erkannt. Ich will doch aber jetzt nicht das Netz. Ich will doch. Ach, der ist hier schon wieder umgesprungen. 2,4 Gigahertz. Fritzbox. Das wollen wir, genau. Super. So, verbinden. So. Und schon verbunden. Es blinkt schon nicht mehr. Das ging jetzt wirklich ratzifatzi. Man brauchte nicht mal auf suchen und also sagen, welches Gerät will ich denn hinzufügen oder irgendwas. Der zieht jetzt natürlich hier noch durch. Da steht schon drin. Alexa sagt mir auch schon, dass da eine Steckdose da ist, hier oben. Fertig. Und die Steckdose ist da. So. Funktioniert natürlich andersrum auch. Alexa, WLAN-Steckdose aus. Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen WLAN-Steckdose gefunden. Gib den Geräten unterschiedliche Namen und führe die Erkennung erneut durch. Du kannst auch eine Gruppe erstellen, wenn du die Geräte gleichzeitig steuern möchtest. Oder, warte mal, wie heißen die anderen denn? Offline. WLAN-Steckdose 2. Das. Fertigstellen. So. Gerät entfernen. So. Fertig. So, WLAN-Steckdose. Wir nennen das einfach mal WLAN-Steckdose Test 1. Kann aber auch sein, dass es jetzt zu lang ist. Und ich mache mal jetzt ohne Aktualisieren von Alexa. Alexa, WLAN-Steckdose Test 1 aus. Alexa, WLAN-Steckdose Test 1 an. Tut mir leid, ich kann keine Gruppe oder kein Gerät. Alexa, WLAN-Steckdose Test 1 an. Na, jetzt. Manchmal hat es ein bisschen Probleme aus. Und es ist halt auch ein ziemlich langes Wort für die Steckdose gewesen. Also, wenn man dann sagt, Wohnzimmer 1, 2, 3 oder Esstisch, Sofa, so habe ich es ja bei mir gemacht. Dann funktioniert das natürlich wesentlich besser. Wir haben hier einen Zeitplan. Wir können hinzufügen, wir können sagen, ein Zyklus. Nö, wollen wir jetzt nicht. Also, dass es immer zur gleichen Zeit an- und aussieht, am Tag, Monat, kann man alles einstellen. Das wollen wir jetzt nicht. Schließen. So. Dann, was haben wir denn noch? Zeitplan, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Zyklus, zufällig und verzögerte Ausschaltung. So, wir können Countdown machen. Stunde 0, Minute, zack. Lassen wir jetzt laufen, dann passiert hier auch gleich was. Dann haben wir noch mehr. Log. Da kann man dann sehen, bei Log an, ausgeschalten, wann und wie viel Uhr, ja, sieht man denn hier.
Wie Ausfall. Überspannungsschutz an. Kindersicherung lassen wir aus, brauche ich nicht. Schalte Taste viermal um. Was? Das Gerät. Drücken Sie Taste viermal um es zu locken. Das kann ich euch ja mal zeigen. Stromverbrauch löschen, haben wir jetzt noch natürlich noch gesehen. Jetzt ist er aus. Wenn ich jetzt hier drücke, seht ihr, ich kann jetzt hier nicht mehr drücken. 1, 2, 3, 4. Entschuldigung. Das funktioniert natürlich nicht so doll. Halt, falsch, bin zurück, mehr. Kindersicherung. Schalten Sie das Gerät aus oder drücken Sie die Taste viermal, um es zu locken. Das funktioniert nicht so gut. Ich weiß aber auch jetzt nicht warum. Schalten Sie das Gerät ein oder drücken Sie Taste viermal, um es zu locken. Lokal freizugeben. So. Ich soll es einschalten oder? 1, 2, 3, 4. Will er nicht. Warum auch immer. So, dann haben wir logischerweise und. Hier oben den täglichen Verbrauch. Der ist jetzt natürlich bei 0, weil ich habe es jetzt gerade angemacht. Ja. Kann man dann halt hier oben Laufzeit, kann man dann auch sehen, ob wie viele Stunden täglich und also letzten 30 Tage, letzten 7 Tage, heute. Ja. So, wir wollen aber auch mal gucken. Smart. Profil. Hilfecenter. Nachrichten. Hier steht dann halt drin, was so passiert ist. So. Wo haben wir denn? Cache leeren über Datenschutz, Temperatureinheit Celsius, dunkler Modus. Oh, jetzt haben wir jetzt einen dunklen Modus hier drin. Speichern, bestätigen. Oh, endlich. Das habe ich mir die ganze Zeit in der App gewünscht. Endlich mal einen dunklen Modus. Oh, herrlich. Das ist viel angenehmer für die Augen. So, aber wir haben eigentlich hier noch Temperatur, dunkler Modus, Benachrichtigung, Geräte-Updates. Wir haben kein Update. Also es ist vor ein paar Tagen gekommen und es hat kein Update, also ist es auf dem Laufenden. Das ist sehr gut. Persönliche Daten will ich jetzt natürlich nicht öffnen.
Hier ist es dann natürlich wieder weiß. So, und wir können dann halt hier verknüpfen mit anderen Konten. Wir können Gerät löschen, Benachrichtigung, können wir hier auch einstellen, wann, über was uns das Gerät benachrichtigen soll. Phone off. Ja, da muss man dann halt hier, aber das Überspannungsalarm auf jeden Fall. Stumm, ich will über alle benachrichtigt werden. So. Ich werde jetzt aber hier keine Überspannung herstellen oder so, um sicher zu gehen, ob er das gemacht hat. Ah, okay. SMS kostet Geld. Gut, dann lassen wir das weg. Da muss ich ja auch alles irgendwie rentieren. So. Netzwerk prüfen, Gerät teilen. Ah, da kann ich es dann mit jemand anders teilen. Gruppe erstellen. Berührungsautomatik. Geräteinfo. Haben wir dann die MAC-Adresse und das alles. Und hier haben wir dann zusätzliche. Wir haben Alexa, wir haben Google, damit ist das schon verbunden und dann haben wir noch SmartThink. Mein Fernseher ist jetzt aus, wo SmartThink drin ist, sonst würde der jetzt hier sagen, was gefunden, kannst du verbinden. So. Benutze ich aber ehrlich gesagt nicht SmartThink. Ich benutze halt wirklich in erster Linie Alexa beziehungsweise ab und zu Google Assistant. Und hier können wir dann halt praktisch das Bild, wir können den Namen ändern, habe ich euch ja schon gezeigt, wo das ist. Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer können wir ändern und eigentlich können wir auch das Bild ändern meistens. Offline-Nachrichten, Hilfecenter, Startbildschirm hinzufügen, Geräte-Update. Wir können jetzt zum Startbildschirm hinzufügen, dann haben wir dann halt auf dem Desktop vom Handy automatisch aktualisieren, bestätigen, auf jeden Fall. Wir sind auch auf der neuesten Version. Also meine ist jetzt hier auf Hauptmodul ist Version, also V1.1.17 und an der Version V1.0.7. Also wir sind eigentlich auf dem Laufenden. Und es funktioniert reibungslos. Und das ist doch in erster Linie das, worum es geht. Wie ihr seht. Ja, und Alexa hat es auch gleich erkannt, also die Alexa-App hat auch mir gleich eine Nachricht geschickt, dass dieses Gerät hinzugefügt wurde und dann auch gleich bei ihr drin ist. Und man muss nicht mehr rein in die Alexa-App und sagen, überprüf mal, ist ein Gerät da, was für ein Gerät? Und dann sagt er hier, ein Gerät ist neu da. Das ist jetzt hier bei dem nicht. Wird gleich erkannt, habt ihr hier gesehen. Wenn er dann natürlich beim Einrichten sagt, dass das zum Wohnzimmer gehört, dann ist es bei Alexa auch gleich Kategorie Wohnzimmer. Ja? So, das auch wieder wegpacken. Noch mal kurz einen Blick in die Anleitung. Thank you. Ah, hier steht sogar auf Deutsch und gar nicht mal so klein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ah, hier haben wir dann noch das mal. Da haben wir noch was. Ja. Hat das dann schon wieder eine andere Sprache? Die Smart Life App. Haben wir das denn bei uns hier im Deutschen auch? Ja, da klein. Oder? Hier. Da steht so, Smart verbinde mit der Smart Life App. Ihr könnt aber auch andere Apps nehmen. Ich hab's ja schon des Öfteren gesagt, wenn ihr mehrere
Smart Home Produkte habt. Die meisten haben einen und denselben Standard und machen dann halt über Drittanbieter oder vielleicht auch selber eine App mit den Originalstandards. Ihr müsst jetzt, wenn ihr jetzt das jetzt kaufen wollt oder gekauft habt und ihr habt, Tuya oder wie heißen sie denn alle hier? Tuya oder von Ankoman, Tekin, obwohl die von Tekin und Tekin finde ich nicht so gut, die App. Also die hat echt wirklich Schwächen. Also Smart Life ist eigentlich von den Apps eigentlich, also was wir hier eben benutzt haben, eine von den, ach nee, das ist jetzt von meiner Geschirrspülmaschine, Smart Life, ist halt von den Apps, die gut laufen, eine der wenigen, die wirklich stabil laufen. Ja. Da könnt ihr alles Mögliche mit drin machen. Aber wenn ihr dann jetzt zum Beispiel schon Tuya hier zum Beispiel habt, ja, dann könnt ihr da natürlich die Steckdose auch da hinzufügen. Dann müsst ihr nicht unbedingt die Smart Life App, aber hier geht kein dunkler Modus, müsst ihr nicht unbedingt runterladen. Das ist mit den meisten Apps kompatibel, wenn ihr schon ein Smart Home Produkt habt, so eine Steckdosenleiste oder was weiß ich, dann sind die meisten wirklich untereinander echt kompatibel. Ja, aber ich kann euch die Smart Life App wirklich nur ans Herz legen. Die ist eine von wenigen Apps, die wirklich sauber und gut funktionieren, ohne dass er ständig abkacken oder neu mit einem Router verbunden werden müssen oder sonst irgendwas dergleichen. Da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt. So, dann können wir das doch hier wieder unten zukleben. So, dass das hier nicht unten aufgeht. Und dann würde ich sagen, dann wartet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.